So, geht weiter mit die Action. Und zwar werde ich jetzt hier erstmal diesen Gang hier gangbar machen. Ich fange unten an. Ja, da beginnt schon wieder die geordnete Zone. Also hier finden sich ja auch Dinge, die man hier echt nicht vermutet. Also hier das Badeöl. Gartwalle. Perlenkette. Hackebeil. Wie, was? Knallzeug? Für Dummies. Yo. Und Köfferchen. Was ist da drin? Ah, eine antiquierte Weihnachtsbaumbeleuchtungskette. Ja gut, vielleicht will irgendjemand genau das haben. Hier noch so richtig mit ja. Und was natürlich nicht fehlen darf, die mechanische Zeitschaltuhr. Weil die sind hier wie bei Mario Brothers die Sonderpunkte. Dulup, dulup. Wieder eine. Dulup, dulup. Gang Nummer 1. Ja, jetzt nicht so richtig komplett fertig, aber zumindest schon mal so ein bisschen in Form gebracht. Ein bisschen was ist da noch drin? Aber das geht auch schon. Ja. Und weil das gerade so gut läuft, kommt als nächstes das Gehusche hier noch. Und dann geht's auch mal wieder zur Pause, aber das mache ich eben noch. Ja, bei meinem Müllraum, da scheint ja die Sonne, die Sonnenblume. Hier geht's zum Wasserabsperrhahn. Ja, und auch hier ist sämtlicher Platz genutzt. Hier liegen auf den Zähler, liegen auch noch ein Spiegel. Ah, was gegen Ratten. Hier ist noch ein kleiner Blumentopf und noch eine Rattenfalle. Ja, und das weiß niemand. Ein Plastikteil. Ja, also davon abgesehen, Gänge frei. Yeah. So, und jetzt noch einmal in schön mitgesaugt. Ja. Also das hier ist natürlich, gehört natürlich auch noch dazu, aber das sieht ja so ganz ordentlich aus und hier oben ist noch ein Haufen Zeug zwischengesteckt. Aber für mich ist gerade mal wieder Zeit für eine Pause. Fantastisch, also das sieht ja schon richtig gut aus hier. Also
Man kann sich hier bewegen. Also ich gehe einfach mal so aus Bock so überall längs. Nichts klappert, nichts klödert. Zack. Platz und Platz. Yeah. Cool. So, also das ist so ungefähr war vorher. Ja, zu dem Raum komme ich dann auch noch. Aber jetzt erstmal Pause.